Morgen. Wir sind heute Morgen live in der Wilhelma und sehen hier im Hintergrund die Ziehung des großen EM-Orakels. Nächste Woche beginnt ja die Europameisterschaft und der Elefant Zeller im Hintergrund von der Wilhelma. Ich kann jetzt schon voraussagen, wer denn diese Europameisterschaft gewinnt. Neben mir steht Florian Poincke, der Sprecher der Wilhelma. Und er erklärt uns jetzt, was genau denn die Zeller im Hintergrund macht. Ja, man sieht hier, soll ich eigentlich in die Kamera sprechen? Entschuldigung. Oder? Sie können es mir sprechen. Okay. Wir sehen gerade, wie Zeller aus einer ganzen Reihe von Bällen den Europameister zieht und im Endeffekt damit festlegt, wer tatsächlich Europameister wird. Davor hat sie schon orakelt, wie die Deutschen spielen werden. Also das Spiel gegen die Ukraine, gegen Polen und gegen Nordirland in der Vorrunde hat sie schon vorhergesagt. Und dabei sieht es nicht ganz so gut aus für die Deutschen. Da ist das erste Spiel geht leider verloren. Das zweite unentschieden, aber gegen Nordirland, da trumpfen wir nochmal auf und gewinnen. Und dann hoffen wir, dass die Deutschen auch weiterkommen. Okay, und die Zeller, die kann das entscheiden. Hat die schon mal EM-Orakel gespielt oder WM-Orakel gar und damals richtig geraten? Oder ist es ihre Premiere als Orakel? Das ist tatsächlich die Premiere dieses Jahr. Also das ist das erste Mal, dass sie das macht. Wir haben uns halt nur gedacht, dass es mit dem Elefanten einfach was besonders Beeindruckendes, unser größtes Tier und unser absoluter Experte. Man sieht, dass sie nicht so einen richtigen Fußballfachverstand hat, weil jetzt der Europameister Nordirland wird. Aber wir werden sehen, was dabei rauskommt. Eben, also wir haben es gerade gehört, es ging jetzt recht flott. Die Zeller hat sich sehr beeilt. Wir dachten, dass sie sich mehr Zeit lässt. Sie hat gerade eben schon orakelt, dass Nordirland gewinnen wird. Wir sehen sie jetzt im Bild. Herr Poincke, können Sie uns ein bisschen was zur Zeller erzählen? Ja. Wie alt das Tier ist, wie lange es eine Wilhelma ist? Und wissen Sie das? Zeller ist schon seit vielen, vielen Jahren bei uns, ist jetzt fast 50 Jahre alt und lebt hier zusammen mit ihrer Partnerin Parma seit den 70er Jahren in der Wilhelma. Also seitdem hier das Elefantenhaus gebaut wurde, hier oben ist sie auch bei uns. Ist jetzt mittlerweile eine ziemlich alte Dame, muss man sagen. Ja. Wir beobachten jetzt einfach mal, wie viel Spaß die gute Zeller hat mit den ganzen Bällen, nachdem sie schon nicht Deutschland gezogen hat. Überraschungssieger bei dieser EM hatten wir mit Griechenland und Dänemark ja auch schon mal. Also diesmal Nordirland. Wir sind gespannt, ob es so wird. Man muss es so sehen, die Zeller wollte natürlich das Maximale rausholen für die Wilhelma. Da sind die Quoten bestimmt interessant. Also der Außenseiter ein gewagter Tipp, aber wir drücken natürlich die Daumen für die Wilhelma, aber den anderen Daumen drücke ich natürlich den Deutschen, das werden Sie verstehen. Also Daumen auf der rechten Seite für die Wilhelma, Daumen auf der linken Seite natürlich für Deutschland. Ich darf nachher noch hier oben begrüßen einen Gewinner, wir haben nämlich ein Gewinnspiel gemacht und hier oben ist unser Gewinner des Gewinnspiels, der bekommt, der Herr, ich komme nachher zu Ihnen hoch und begrüße Sie auch direkt und übergebe es Ihnen. Wir haben ein Reisepaket für das Spiel gegen Belgien in Nizza und Sie bekommen von uns die Eintrittskarten und das Reisepaket nachher direkt in die Hand und wir beneiden Sie alle, dass Sie bei dem tollen Spiel in Nizza hoffentlich bei sehr gutem Wetter dabei sein können. Nochmal Gratulation von Lotto Baden-Württemberg. Ja, dann bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen noch einen schönen Tag in der Wilhelma bei noch sehr gutem Wetter. Okay, Herr Poincke, ich habe noch eine Frage zu den Elefanten ganz allgemein. Das sind jetzt indische Elefanten, ich kenne mich damit nicht aus. Können Sie ein bisschen uns was zu den Elefanten erzählen, was die so gerne essen? Woher die Vorliebe für Fußbälle oder kleine gelbe Bälle kommt und einfach warum man hier indische Elefanten genommen hat und wie alt die normalerweise werden, eben was Sie da dazu wissen. Also wir haben ja bei uns die zwei Tiere, früher gab es auch sogar in der Wilhelma afrikanische Elefanten, man ist mittlerweile davon weg, gemischte Gruppen zu halten und es ist tatsächlich so, dass asiatische Elefanten lange Zeit wesentlich bedrohter noch waren als afrikanische, sodass man sich dann entschieden hat dazu, auch asiatische Elefanten zu halten. Zum anderen ist es auch wesentlich einfacher, sie zu halten in Zoos. Zumindest wenn man das noch so macht, wie wir das derzeit noch haben, dass man die Tiere also auch im direkten Kontakt
zu den Tierpflegern hat. Das Ziel ist, davon wegzukommen irgendwann mal und den Tieren auch eine eigene Herdenstruktur zu geben und dass man da gar keinen direkten Kontakt mehr mit Menschen hat. Noch jetzt haben wir die Möglichkeit mit den beiden Tieren, die wir jetzt gerade haben. Und die haben, vor allem Zeller hat jetzt gerade die letzten Wochen sehr viel trainiert für den heutigen Tag, sozusagen mit den Tierpflegern zusammen, die Bälle kennengelernt und sozusagen auch geübt zu ziehen. Ja, also es war jetzt sozusagen für sie auch gewisse Abwechslung einfach im Alltag. Ja. Wie schwer ist denn eine Zelle? Haben Sie das zufällig im Kopf, wie viel so ein Elefant ungefähr wiegt? Da müssen wir tatsächlich den Tierpfleger fragen. Also ja, das ist bei alten Elefanten, also ehrlich gesagt weiß ich das nicht auswendig. Ne. Und dann noch ein bisschen Hintergrundinformationen zu Wilhelma für unsere Facebook-Zuschauer. Mhm. Herr Pointke erzählt uns jetzt noch ein bisschen was, wie lange es die Wilhelma schon gibt und was der Zoo denn sonst noch alles zu bieten hat, außer unseren hübschen Elefanten im Hintergrund. Herr Pointke. Ja, die Wilhelma gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Es war früher ein eigener privater Königsgarten von König Wilhelm I., der es für sich gegründet hat, weil hier Mineralquellen gefunden wurden und er sein eigenes Badehaus bauen wollte. Die Wilhelma ist erst zu einem Zoo nach dem Zweiten Weltkrieg geworden, wo dann der damalige Direktor angefangen hat, Tiere auszustellen und diese Tiere dann hier immer mehr wurden. Und dann ab den 60er Jahren ist die Wilhelma auch tatsächlich ein echter zoologisch-botanischer Garten. Das macht uns ganz besonders. Das gibt es nur ein einziges Mal in Deutschland in dieser Kombination. Und das ist wirklich eine große Besonderheit. Wir haben derzeit über 10.000 Tiere, die bei uns leben und in um den 1.200 Arten und über 7.000 verschiedene Pflanzenarten und Sorten. Und das ist wirklich auch eine Hausnummer. Da kommt kaum ein anderer Zoo in Deutschland dran. Ansonsten haben wir natürlich neben den Elefanten viele andere große Tiere. Unsere Menschenaffen sind, denke ich, eines unserer Aushängeschilder, wo wir einfach viele, gerade die Gorillas und die Bonobos, wo wir auch gerade ein neues Haus für gebaut haben. Ansonsten immer sehr beliebt unser Schaubauernhof, aber auch die anderen ganzen kleineren Tiere, wofür Familien einfach zu uns kommen. Und dann noch zwei Fragen an Sie. Erstens, hat man denn ein Lieblingstier als Zoosprecher? Wie ist denn das? Was ist denn Ihr Lieblingstier? Da muss ich sagen, bin ich natürlich in der Luxussituation, dass ich mir das jeden Tag raussuchen kann. Also ein eigenes Lieblingstier in dem Sinne habe ich nicht, nein. Also das ist tatsächlich so, dass ich sehr gerne Frösche mag. Also das ist so allgemein irgendwie so ein Faible, was ich dafür einfach habe. Aber ansonsten sind mir alle Tiere eigentlich gleich lieb sozusagen. Ja. Und sind Sie ein bisschen fußballaffin und auch Fan der deutschen Mannschaft zumindest? Und wie verfolgen Sie es nächste Woche? Was ist Ihr Tipp? Gibt es da zufällig was in der Wilhelma? Und was ist denn Ihr Tipp, wer die Europameisterschaft gewinnt? Nachdem wir jetzt Nordirland schon hier von dem Wilhelma-Elefanten haben, würde ich gern von Ihnen hören, was denn Ihr Tipp ist. Also ich verfolge natürlich jedes Spiel der Deutschen auf jeden Fall. Also da bin ich ganz heiß hinterher, mit Sicherheit. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Deutschen wieder Europameister werden. Nachdem sie jetzt gerade Weltmeister sind, wäre es schon einfach wünschenswert, wenn die das schaffen. Und drückt dafür einfach alle Daumen. Ja, also das ist so. Ja. Ja. So. Ich glaube, wir können langsam weitergehen. Wir schauen uns auch noch ein bisschen um in der Wilhelma. Und es gibt ja hier einiges zu sehen und ich bin auch ein riesengroßer Tierfan und freue mich deswegen, dass wir hier mal einen schönen Termin in der Wilhelma hatten. Und jetzt sehen wir noch ein letztes Mal unsere hübsche Zella, die Fußballexpertin, die auf Nordirland tippt, und verabschieden müssen und wünschen allen noch einen schönen Tag.